Hallo, Freunde des Videoschnitts und willkommen bei Folge Nummer 12. Es geht mal wieder um ein fantastisches Videoschnittprogramm. Es geht allerdings heute nicht im Detail darum, wie es funktioniert, sondern im Grunde nur darum, euch zu erzählen, dass es funktioniert. Denn viele wissen nicht, dass das folgende Programm überhaupt in der Lage ist, vernünftig Videos damit zu schneiden. War der Satz jetzt richtig? Whatever. Es geht um das Programm heute. Blender heißt es. Das wird dem einen oder anderen schon etwas sagen, denn damit werden so fantastische Filme wie zum Beispiel, ich habe es schon wieder vergessen, wie der hieß, mit dem Hasen, Big Bug Bunny, genau, das war's. Und mit diesem Programm lässt sich hauptsächlich 3D-Modelle erstellen, Animationen und so weiter und so fort. Und mit diesem Bildchen werden wir begrüßt. Und jetzt können wir hier in diesen 3D-Gedöns lustige Sachen machen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Aber es ist schon mal voll interessant. Ich kann die Kamera nicht mal drehen. Hoch, runter. Nein, okay. Oh, ich kann das auch bewegen. Toll. Hui. Das könnte die Lichtquelle sein, ne? Nein, ist auch egal. Man kann auf jeden Fall, wenn man mit Blender arbeitet, kann man nicht nur so tolle 3D-Sachen machen. Man kann damit auch Videos schneiden. Es ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, aber es gibt hier oben die Funktionen. Hier neben File Render Window Help ist ein kleines Auswahlfenster. Hier steht jetzt Default drin. Wenn ich die reinklicke, dann habe ich verschiedene Varianten, wie man Blender benutzen kann. Verschiedene Abteilungen im Programm. Ich kann mir hier die 3D in... Oh, toll, supi toll. Hier kann ich aber dann jetzt... Ich kann mir das jetzt hier angucken. Wollen wir nicht machen. Ich kann hier was animieren. Wenn ich das könnte, würde ich das auch machen, aber das kriege ich einfach nicht hin. Man kann Compositing machen. Man kann hier im Grunde kann man alles damit machen. Und hier unten steht Video Editing. Wenn man da drauf drückt, dann sieht man sowas. Man sieht am Anfang nicht sowas. Wenn ihr das jetzt zu Hause nachmacht, dann sieht das bei euch völlig anders aus, denn man muss sich die Fenster erst so hinziehen, wie man sie haben möchte. Und das ist, wenn man es nicht weiß, kommt man da gar nicht so hinter, was das Programm eigentlich von einem will. Aber es gibt hier in diesen ganzen Fensterchen, gibt es immer diese vierte Ecke. Und dann, wenn man da drauf drückt, dann erscheint ein Plus. Und immer wenn ihr das Plus erscheint und ich jetzt dieses Fenster, also an den Plus drücke mit der Maus und das Fenster hier hinziehe, dann dupliziert er mir das Fenster, was ich hier gerade am Verschieben bin. So, jetzt habe ich hier das Fenster genommen, habe es dupliziert. Und hier unten kann ich mir jetzt wieder den Modus aussuchen, den das Fenster annehmen soll. Wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich mir Verschiedenes aussuchen. Zum Beispiel, ich möchte hier jetzt eine Python-Konsole haben. Toll. Wer das braucht, kann das machen. Und man kann hier den Movie-Clip-Editor auch reintun. Da kann man dann die Videosequenzen bearbeiten, wenn man das möchte. Also das Programm ist wirklich wahnsinnig komplex. Deswegen will ich auch nicht alles zeigen, zumal ich da sowieso das meiste nicht von verstehe. Einen Text-Editor kann man machen. Da kann man hier lustige Sachen reinschreiben. Ich glaube, auf New muss man drücken. Und jetzt kann ich hier Notizen schreiben. Dieser Film ist super. So, zum Beispiel. Und ich könnte auch dieses Fenster wieder nehmen, mir in den Dings nehmen und es hier rausziehen. Dann dupliziert er mir das wieder. Dann suche ich mir wieder einen Modus aus. Und hier möchte ich jetzt ein UV-Image-Editor haben. Jetzt kann ich mir hier Bilder reinholen und die Bilder bearbeiten. Und das gleiche macht man dann so, bis man das dann so hat, wie man es haben möchte. Hier unten ist dann wieder unsere Linie, wo nachher die ganzen Dateien drin liegen. Hier unten ist die Gesamt-Timeline, wie das Ganze aussehen soll. Und jetzt könnten wir theoretisch schon anfangen, den Film zu bearbeiten. Jetzt muss man darauf achten, denn das Programm ändert die Länge des Films nicht von sich aus. Jetzt muss die Leiste wieder verschwinden, so. Man kann das hier sehen. Hier wäre jetzt Stopp auf dieser Linie. Das sind irgendwie 10 Minuten oder 10 Sekunden, ich weiß es nicht. Das muss man vorher einstellen. Und dazu gibt es hier die Properties. Und die Properties, es gibt unfassbar viele Properties. Hier kann man zum Beispiel einstellen, wie soll das Ganze nachher gerendert werden? Was für eine Auflösung soll das haben? Und hier steht, bei welchem Frame soll das Video anfangen und bei welchem soll es enden? Und beim Frame 250, das ist nicht sehr viel, da hört das Video auf. Deswegen gehe ich jetzt als erstes hin und mache hinter die 250 noch ein paar Nullen. Nachher, wenn ich fertig bin, mache ich die Nullen dann so, dass es passt. Weil sonst rendert ihr mir jetzt nachher, wenn der Film fertig ist, bis die 25.000 Frames voll wären. So, nur das erstmal dazu am Anfang, ne, das ist jetzt schon ewig lang. Aber das ist auch ganz gut so. So, jetzt können wir hingehen, um das mal hier ein bisschen kurz anzudeuten, wie das hier funktioniert. Wir gehen hier unten auf Add und gehen dann auf einen Movie
Und jetzt können wir uns hier wie immer unsere Dings raussuchen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich es hingepackt habe. Hier, glaube ich, Projekte, Linux 2016, Schnittprogramm. Hier war meine Demo-Datei. Und da nehme ich mal die hier. So, jetzt kann man hier sehen, ich habe hier Ton und Video. Und man sieht hier oben in diesem Fenster, da wird das schon, ist wie immer die Vorschau. Das kennen wir auch schon, wunderbar. Und das mit dem Verschieben, das geht jetzt nicht so einfach mit der Maus, denn das Programm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt bei professionellen Programmen generell so ist, aber hier ist es so, man muss hier alles entweder über das Menü hier unten machen oder mit Tastaturkürzeln. Das ganze Programm funktioniert praktisch nur mit Tastaturkürzeln. Wer es mag oder wer sich damit auseinandersetzen möchte, gerne, weil das Programm ist wirklich, da kann man richtig, richtig viel Spaß mit haben. So, wenn wir das jetzt hier uns mal angucken, man kann zum Beispiel hier was nicht, Marker, Add, Frame, Strip. Oh, hier geht's los. Bei Strip sind ganz viele Befehle. Und jetzt könnte ich hier, möchte ich das zum Beispiel bewegen, Grab, Move auf G. Er sagt G, dann gehe ich mal auf G. Oh, jetzt, wenn ich G gedrückt habe, dann packt er mir das alles. Und ich kann es verschieben. Ich schiebe das mal an den ersten Frame, da wo es hingehört. Und jetzt möchte ich ein bisschen die Audiodatei alleine bewegen. Das heißt, ich markiere das jetzt mit einem Rechtsklick, drücke wieder G und jetzt habe ich nur das Bild in der Hand. Das könnte ich jetzt verschieben, wenn ich das wollte. So, das war zum Beispiel zu viel. Jetzt muss ich wieder G drücken. Oh, es ist. Aber man muss sich schon richtig, richtig übel dran gewöhnen, damit das auch funktioniert. Jetzt fehlt natürlich noch die Intro-Musik. Die ist ganz wichtig. Add. Ja, mal ein Sound. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht. Und da ist auch schon mein Intro. Dann drücke ich wieder G. Ziehe mir das an den Anfang. So. Frame 1. Jetzt muss ich mir wieder die beiden markieren. Das ging mit Shift. Genau, Shift und dann mit Rechtsklick und dann wieder G. Dann schiebe ich das hier irgendwo hin und dann können wir uns das schon mal anhören, was ich jetzt gemacht habe. Oh, Play Animation, Alt A. Okay, merken. Oh, laut. Jo, das läuft. So, jetzt kann man hier, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ne, die Musik, die ist viel zu langsam, die mache ich schneller, dann hat man hier rechts an der Seite so ein Editoren-Menü. Da kann man jetzt den Part, also das Ding, was ich hier markiert habe, kann ich jetzt hier halt bearbeiten. Ich könnte jetzt sagen, das muss leiser. Es muss auf jeden Fall leiser. Eins wäre volle Lautstärke. Ich nehme mal 7. Hier mal zum Hören. Alt A. Wunderbar. So, jetzt ist mir die Musik aber viel zu langsam. Deswegen pitche ich die jetzt mal. Das ist das Geilste eigentlich an dem ganzen Programm. Alt A. Und schon ist es vorbei. Machen wir mal nicht ganz so viel. Machen wir mal so viel. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Er schneidet das jetzt komischerweise nicht passend. Dann mach ich es mal noch ein bisschen langsamer. So, nehmen wir mal 120, 1200, so, nochmal. Ne, noch schneller, viel schneller. So, das ist gut. Alt A. Alt A wollte ich drücken. So, jetzt kann ich mein Gelaber, dann kann ich dasselbe machen. Ich kann mein Gelaber jetzt auch beschleunigen. Oh, viel besser. Wo ist denn das? Ich glaube, dazu muss ich nur die Audiodatei wieder selektieren. Ah, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen fummelig, aber man merkt, man kann sehr viel damit machen. So, ich mache das mal ein bisschen zügiger hier. Dann geht das Video auch nicht so lang. Hallo Leute, ich grüße euch. Und ich begrüße euch zu einem ganz tollen Video, in dem ich mal wieder eine Zuschauerfrage beantworte, die für den einen oder anderen scheinbar sehr interessant ist. Nämlich, verdammt nochmal, womit schneidest du eigentlich deine Videos? Ach guck, das ist sogar das Video. Das ist das Video von letztem Mal. Nice. Gut, das könnte ich jetzt so schneiden. Ja, und der Rest, das ist halt, ne, ihr wisst ja, wenn ihr selber Videos schneidet, dann wisst ihr ganz genau, worum es hier geht. Und man kann, wie gesagt, wenn man das drauf hat, mit Blender auch wunderbar und auch sehr hochwertiges Zeug machen. Man muss sich da halt nur reinfuchsen. Wem das gefällt, dem sei dieses Programm sehr ans Herz gelegt. Und wer dann noch animieren kann, der hat da sehr viel Spaß mit. Man kann Blender allerdings auch passiv benutzen. Das ist das nächste Programm, was wir durchnehmen. Das Programm ist OpenShot und das gucken wir uns beim nächsten Mal an. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schönen Abend. Wenn noch jemand eine Frage zu Blender hat, gut, ich meine, ich
Wie gesagt, ich kann zu dem Umfang an Funktionen, das das Ding hat, kann ich euch da nicht großartig helfen. Aber es gibt wie immer die Hilfe, es gibt eine fantastische Anleitung, es gibt im Internet sogar eine Anleitung auf Deutsch. Sie ist zwar riesengroß, aber da wird man geholfen. So viel erstmal dazu. Videoschnitt mit Blender, eine feine Sache. Bis dahin, tschüss.